Ja, hallo meine Freunde, wir machen heute weiter mit Python und heute gibt es eigentlich eine sehr einfache Funktion und zwar eine Schleife. Ja, was die Schleife bewirkt, ist eigentlich ganz einfach. Es wird ein Codeblock in einen sogenannten Schleifenkörper verpackt, sagen wir es mal so. Also das ist jetzt so die gängigste Variante, wie man das sagen kann, um ja diesen Schleifenkörper mehrmals hintereinander auszuführen. Ja, man kann eigentlich zwischen zwei Schleifen unterscheiden, das ist die While-Schleife und die For-Schleife. Und zur While-Schleife kommen wir jetzt und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt einfach mal. Dafür brauchen wir erstmal ein dunkles Geheimnis für uns, und zwar ist unser Geheimnis gleich. Na komm schon, mein Farbschema. War ja klar, dass du dich meldest. Unser Geheimnis ist 535. Warum unser Geheimnis jetzt 535 ist, ist eigentlich recht egal. Es geht einfach nur darum, dass wir eine Zahl brauchen, die wir gleich nicht kennen. Beziehungsweise wir kennen sie schon, aber jemand Fremdes soll sie nicht kennen. So, dann geben wir den Versuch ein und geben dahinter eine 0 ein. Das Ganze ist natürlich jetzt eine Vorbereitung auf einen Schleifenblock. Und ja, wir wollen jetzt natürlich eine Schleife erzeugen. Das Ganze machen wir mit dem While-Befehl. Ihr seht es auch, es wird farbig markiert. Versuch. Ausrufezeichen, Gleichheitszeichen. Geheimnis. Und natürlich die Doppelpunkte nicht zu vergessen, um den ganzen Befehl abzuschließen. Wir machen hier auch nochmal eine Leerzeile, um das Ganze sauber zu halten. Ja. Was mache ich hier nun gerade? Also ich habe nun den While-Befehl, um einen ja, Schleifenblock einzufügen. Und ich habe die Abfrage, Versuch ist ungleich Geheimnis. Das bedeutet so viel, solange der Versuch ungleich dem Geheimnis ist, wird dieser Block wiederholt. So, und das Ganze machen wir jetzt nun wie folgt. Wir gehen nun in die nächste Zeile und jetzt müssen wir natürlich noch einen Input haben. Wir gehen natürlich dann auf Versuch gleich und jetzt natürlich wie immer Integer Input Klammer auf. Und jetzt allerdings fügen wir einen Text mit ein, das ist jetzt ganz neu für euch. Raten Sie. So, und dann, ja, Leerzeichen, so, zack, zack. Und der ganze Integer bzw. Input ist eingefügt. In diesem Fall wird jetzt einfach nur vor eurer Eingabe noch ein Text angezeigt und das ist der Raten Sie Text. Ja, dann im Anschluss gehen wir wieder aus der Schleife raus. Sofern das natürlich geschafft wurde, muss natürlich der Block auch beendet werden und das passiert dann einfach automatisch und dann kommt noch ein Text, wenn das Ganze passiert ist. Sie haben es geschafft. Ja, das ist eigentlich das, worum es in der Schleife geht. Nochmal kurz zum Verständnis. Hier oben haben wir zwei Werte vorgegeben in einer Variable. Und hier unten fragen wir in einer While-Schleife ab, ob der Versuch, den wir eingegeben haben, ungleich dem Geheimnis ist. Sollte das der Fall sein, wiederholt sich die Schleife und wir kommen aus dieser Schleife nicht raus. Sollte allerdings der Fall sein, dass es gleich ist, springen wir aus dieser Schleife raus und kommen zu Sie haben es geschafft. Das Ganze probieren wir jetzt natürlich aus. Raten Sie, wir raten jetzt eine 10. Ja, ist natürlich falsch. Wir raten eine 50. Auch falsch. Dann raten wir eine 5, 3, 5. Oh, Sie haben es geschafft. Das ist eigentlich der ganz simple While-Schleifenbefehl. Ja, es ist eigentlich nicht recht schwer, ist leicht zu verstehen und die sogenannte For-Schleife werden wir auch nochmal irgendwann dazu kommen, aber das wahrscheinlich erst später. Ja. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt erstmal mit dem kleinen Exkurs. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich das noch mit einbinde. Binde ich das noch mit ein? Ja, ich binde das noch mit ein. Wir gehen hier also noch weiter. Das heißt, das Video wird noch ein klitzekleines bisschen länger. Nach unserem Versuch mit Raten Sie, eröffnen wir mal eine neue Zeile. Und dann kommt ein If-Befehl. Versuch gleich 0. So, das Ganze hat jetzt einfach den Aspekt. Entschuldigung, ich muss natürlich gleich gleich 0. Es ist ja eine Abfrage eines Wertes. So, das heißt gleich gleich 0 und dann ein Doppelpunkt. So, dann brauchen wir in der nächsten Zeile noch eine Ausgabe. Da kommt jetzt folgender Text rein. Das Spiel wird beendet. Ja, und das Ganze hat einfach den Grund, wir machen jetzt hier einen vorzeitigen Abbruch der Schleife, indem wir einfach abfragen während der Schleife,
ob die 0 gedrückt wurde. Und sobald der Versuch gleich 0 ist, wird das Spiel vorzeitig beendet. Und dazu brauchen wir noch einen kleinen Befehl nach dem Print. Und zwar, na, komm ich da jetzt hin? Den Break-Befehl. So, mit dem Break-Befehl springen wir dann praktisch aus der While-Schleife raus und kommen zum, ja, Spiel wird beendet. Ich zeige euch das mal eben. Raten Sie, wir machen jetzt mal die 5. 240. Und jetzt machen wir die 0, um das Spiel zu beenden. Ups, da war ein Plus. Das ist natürlich ärgerlich. Dann müssen wir nochmal hier rüber und starten das Ganze nochmal neu. Wir machen jetzt aber direkt die 0. Das Spiel wird beendet. Sie haben es geschafft. Nun ist natürlich das Ding, dass wir jetzt... wir haben ein If drin. Und wie wir schon gelernt haben, ist, wenn wir ein If haben, kann man natürlich ein Else noch mit einbringen, was in diesem Fall natürlich sehr sinnvoll ist, weil wir ja eben das Print erst, also das, sie haben es geschafft, nicht. Also, ja, nein, wir wollen das ja natürlich nicht ausgeben, wenn wir die Schleife unterbrechen. Das heißt, das Else, ihr seht das hier, es ist jetzt auf derselben Höhe wie das While, das heißt, es ist praktisch nach dem While-Block und das heißt, nur dann, wenn das hier funktioniert hat, also dieser Bereich, Entschuldigung, wenn dieser Bereich funktioniert hat, springt er zum Else und gibt aus, sie haben es geschafft, also wenn es nicht das hier ist, sondern nur die Lösung aus dem hier. So, das zeige ich euch jetzt noch einmal ganz schnell. Ups, Entschuldigung, wo habe ich jetzt meinen Fehler? Das ist natürlich jetzt immer die große Frage. Frage, was ist mein Fehler? Ja, mein Fehler ist natürlich hier. Ich habe vergessen, das Print einzurücken, weil es natürlich wieder unter dem Else-Befehl steht. Und ja, jetzt machen wir natürlich Start. Ist natürlich richtig so. Jetzt geben wir die 0 ein. Das Spiel wird beendet und man hat es natürlich nicht geschafft. Wenn wir jetzt hingegen das Spiel neu starten, die 535 eingeben, kommt nicht, das Spiel wird beendet, sondern sie haben es geschafft. Ja, dementsprechend würde ich eigentlich fast sagen, das war's für den heutigen Teil des Tutorials. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt mit der Schleife schon was anfangen, also so wie ich es jetzt erklärt habe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Funktion und haut rein, bis zum nächsten Teil von unserem Python-Tutorial.